So. Ja, Leute, das ist alles, was wir für so einen Toast brauchen. So, zuerst nehmen wir die Tomaten und waschen die erstmal. 1 bis 2 Tomaten reichen. Es kommt darauf an, wie ihr sie schneidet. Ich nehme jetzt mal 2 und wasche die jetzt einfach mal hier unter unserem schönen Wasser. Das könnt ihr jetzt auch abmachen hier. Weg damit. Die Tomaten sind jetzt fertig gewaschen. Ja, so sehen sie aus. Super. Dann nehmt ihr euch einen kleinen Toast raus. Oder so einen Toast halt. Schmeißt ihn hier hin. So, dann muss ich kurz improvisieren. Dann macht ihr auf die einen Ketchup drauf. Dann nehmen wir mal gleich hier ein. So, auf das eine Sandwich oder auf seine Toast kommt Ketchup drauf. Den verteilt ihr auf das ganze Toastbrot. Das müsste reichen. Da haben wir die eine Hälfte geschafft. Und jetzt kommt natürlich noch die zweite Hälfte. Dafür nehmt ihr ein anderes Toastbrot und legt es am besten hier hin. Nehmt dann entweder Remoulade oder Ketchup. Es kommt darauf an, was ihr haben wollt. Ich nehme jetzt einfach mal Remoulade hier. So, da tut ihr Remoulade ebenso hier drauf. So, dann bin ich auch fertig mit diesem Sandwich. Und nachdem ihr diese 2 schönen Sandwiches hier gemacht habt, nehmt ihr die Tomaten und schneidet mit einem Messer die Tomaten einfach so, wie ich sie jetzt hier schneide. So. Dann nehmt ihr euch eine beliebige Mozzarella-Box, öffnet die. So. Und schneide dann natürlich die Mozzarella auch noch. Hier. Passt schon. So, Leute, dann, nachdem ihr das hier getan habt, macht ihr das wieder zu außerdem erstmal. So. Und dann nehmt ihr das, die Tomatenhälfte und macht das auf die Mozzarella-Hälfte drauf. So. Dann brauchen wir so einen Toastkocher. Wie man sieht, hier leuchtet noch das Grüne. Das sieht man nicht in der Videoaufnahme. Vielleicht hier. Da leuchtet noch das Grüne. Wenn das Grüne nicht mehr leuchtet, können wir unser Toast dann da reinlegen. Deswegen warten wir jetzt, bis das Grün leuchtet, das Grüne ausgeht. Dann können wir das reinlegen und dann gucken wir weiter. So, das Grüne leuchtet nicht mehr. Es hat sich erhitzt. Das heißt, wir können das hier aufmachen. Wie man sieht, es raucht. Also die Kamera fokussiert sich nicht. Aber dann legen wir unser Sandwich ganz vorsichtig rein. Einfach hier rein. Wir können aber noch ein bisschen verschieben hier. Oh nein. So hier, das da oben auch. Und dann. Oh Gott, das ist alles raus. Sorry, Leute. Stopp. So, ein bisschen mehr nach da vielleicht. Das wäre schon gut. Und dann einfach nur, oh Gott, sorry, einfach nur zumachen. Genau. Bis das Grüne wieder leuchtet, das sieht man nicht auf der Kamera, hier. Bis das Grüne wieder leuchtet, dann sind unsere Sachen fertig. Also. Okay, Leute, ich glaube, es verbrennt hier gleich, Alter. Da ist es und wir können jetzt natürlich den Stecker rausziehen, der da hinten hängt. Jetzt haben wir den ausgezogen. Jetzt warten wir ein bisschen, bis das hier nicht mehr so heiß wird. Dann können wir das auch wieder nehmen hier. So, jetzt nehmen wir es jetzt mit dieser Kelle hier raus. Ja, genau, hier. Ah, es ist ziemlich schwer, den so rauszunehmen. Ja, das ist gut. So, müsste es gut sein. Ich versuche mit meinen ganzen Kräften hier. So. Also, das ist unser fertiges Toast. Sieht ziemlich nice aus. Mal gucken, wie es von innen aussieht. Wie sieht unser krasses Sandwich
von innen aus. Ich, ja, da kommt schon ein bisschen Mozzarella und Tomate raus. Ist echt schwer, sowas zu schneiden, Leute. Das müsst ihr mir glauben. Heiß. Also von innen sieht das so aus. Ja, Tomaten und Mozzarella sind geschmolzen. Von da genauso, Leute. Ja. Das war's mit meinem Video. Wenn es dir gefallen hat, lass doch gerne eine positive Bewertung da. Wenn es dir weitergeholfen hat, lass doch auch gerne eine positive Bewertung da. Jede Woche kommt jetzt hoffentlich ein Kochvideo. Ich versuch's. Abonniert gerne meinen Kanal, damit ihr keine Kochvideos mehr von mir verpasst, Leute. Ich kann nichts mehr sagen. Ich habe blaue Haare. Ciao. Ach ja, und es hat sehr lecker geschmeckt.